hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie ihr durch das, was jetzt passiert, spirituell wachsen könnt. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 7. April 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr daran interessiert, eure spirituelle Entwicklung zu verfolgen, die mit den Geschehnissen in eurem Leben, auf eurer Welt, in der Galaxie und im Universum zusammenhängt. Natürlich gibt es Zeiten, in denen bestimmte Planetenausrichtungen stattfinden. Es gibt Zeiten, in denen es eine Sonnenfinsternis oder einen Vollmond gibt. Und dann gibt es Zeiten, in denen globale Ereignisse stattfinden. Und natürlich gibt es auch Zeiten, in denen Dinge in eurem kleinen Winkel des Universums passieren, die euch direkt und unmittelbar betreffen. Wir haben festgestellt, dass ihr dazu neigt, von den weltlichen, galaktischen und universellen Ereignissen positiver beeinflusst zu werden und dass eure Entwicklung infolge dieser Ereignisse reibungsloser verläuft, selbst wenn sie nicht so positiv sind, wie ihr es nennen würdet. Wenn auf der Erde etwas passiert, das Millionen oder Milliarden von Menschen betrifft, aber nicht euch persönlich und direkt, könnt ihr wachsen, indem ihr mehr Mitgefühl aufbringt und das klärt, was ihr im Zusammenhang mit diesem Ereignis klären müsst, weil ihr in eurem eigenen Leben kein großes Chaos aufräumen müsst. Wenn euch etwas direkt zustößt, könnt ihr die spirituelle Entwicklung nicht so schnell vorantreiben, weil ihr etwas tun müsst und darüber nachdenkt, was ihr anders hättet machen können und wie ihr das in Zukunft verhindern könnt und so weiter. Aber wenn ihr die Gelegenheit zur spirituellen Entwicklung ergreift, weil etwas in eurem persönlichen Leben passiert, dann sind das Zeiten, in denen ihr sprunghaft wachsen könnt. Aber nicht jeder nutzt die Gelegenheit, und dann passiert es, dass dieser Mensch etwas Ähnliches wieder und wieder erlebt, bis er den Sprung nach vorne macht, der ihm zur Verfügung steht. Wann immer etwas in eurem Leben unerwünscht ist, stellt euch die Frage: Wie kann ich mich spirituell weiterentwickeln? Und wann immer etwas in eurem Leben nicht erwünscht ist, stellt euch die gleiche Frage. Und wenn in eurem Leben nichts Dramatisches passiert, könnt ihr euch auch die Frage stellen: Wie entwickle ich mich spirituell von dem Ort aus weiter, an dem ich jetzt bin? Ihr werdet eine Antwort bekommen. Wenn ihr eine solche Frage stellt, gibt es immer eine Antwort. Meistens gibt es sogar mehrere Antworten und diese Antworten werden zu euch kommen. Ihr könnt euch diese Frage auch stellen, wenn etwas auf der Welt passiert oder wenn ihr euch einer bevorstehenden Planetenkonstellation bewusst werdet. Natürlich versammeln sich die Menschen zur Tag- und Nachtgleiche, zur Sonnenwende, zum Vollmond und so weiter, um neue Vorsätze zu fassen, um etwas Neues zu erschaffen oder um das zu erhalten, was sie bereits erschaffen haben. Aber wenn ihr niemanden habt, mit denen ihr euch versammeln könnt, dann macht es alleine. Und ihr könnt euch immer auf das einstimmen, was in unserem Universum vor sich geht, was euch helfen könnte, spirituell zu wachsen und etwas zu eurer Liste der spirituellen Gaben und Fähigkeiten hinzufügen, die ihr erlangt habt. Es gibt immer etwas, das ihr empfangen könntet, und es gibt immer eine Wachstumsmöglichkeit für euch, wenn ihr sie wahrnehmt. Ihr werdet feststellen, dass ihr nichts Negatives in eurem Leben erschaffen müsst, um auf die nächste Stufe
eurer spirituellen Entwicklung zu gelangen. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.